Warum sind alle am Leben? Wer ist der Mörder? Übrigens, wenn man sich nicht bewegen kann, dann kurz irgendwie Optionen aufmachen, wieder zumachen oder so. Neue Runde, neues Glück. Wir packen die AKs in den Wandschrank. Bumm, bumm. Ich will auch mal die Burger. Ich habe noch nie die Burger-Task gehabt. Ich will jetzt auch mal einen Burger fertig machen. Oh nein, es ist soweit. Die Super-Task. Ja. Aha, 7. 6, 2, ich glaube 4 war das andere. Bum, bum, bum. Whoop. 3, 3, 3, ach du Scheiße. 1, bang. Mann, hier den Lachs. Sieben. Zwei. Drei. Mann, das ging aber fix. Oh, okay. Ich habe niemanden gesehen in die Runde. Also ich weiß zufällig, wer in der Nähe von Chuggis war. Holla. Ich weiß, wer Tim getötet hat. Wo warst du denn? Ich hab wirklich. Okay, analysieren wir das Lachen und die lebenden Spieler. Es gibt die Möglichkeit, dass es Vex war. Wo lag denn das Tote? Es gibt die Möglichkeit, dass Kulan war und er sich sozusagen versponnen hat. Oder Baloui. Es kommen nur die drei in Frage. Wirklich? Überhaupt nicht. Okay. Nee, Baloui war bei mir. Wow, und dann lachst du so gehässig? Ich lach so gehässig, weil ich das gerade lustig fand. Weil ich wäre tot gewesen, wäre der Killcode auch nicht da gewesen. Hundertprozentig. Oh. Tim und ich waren zusammengespawnt ungefähr. Wir waren vorne in dem Raum, wo man die Statuen anziehen muss. Sind danach nach rechts gegangen, wo ich dieses über den Abgrund drüber schweben kann. Hab dort einen Download gemacht, bin wieder nach links gegangen. In der Zeit war Tim die Leiter nach oben gegangen. An der Leiter, wo ich dann auch hoch wollte, ist mir Lara entgegengekommen. Ich gehe nach oben und in diesem geschlossenen Raum liegt ein toter Roter. Also ein toter Tim. Wo ich hergekommen bin? Ja. Lara, hast du wen umgebracht? Wo ist denn das gewesen? Ich habe niemanden umgebracht. Ich bin irgendwo eine Leiter hoch, weil ich wollte Richtung Licht, das Licht anmachen. Und dann bin ich halt dieser Leiter hoch. Ich glaube, das war beim, warte mal, Meeting Room. Und weil ich dachte, man kann da halt nach rechts irgendwie rüber. Ich habe keine Ahnung, wie diese Map funktioniert. Ich auch nicht. Und ich war falsch, bin wieder zurück. Aber ich habe niemanden liegen sehen, ich habe nichts gesehen, gar nichts. Okay, dann kann für den Call ja nur Items selbst oder Lara in Frage kommen, weil da oben kommst du halt wirklich nicht raus. Gesehen. Wenn du wo oben wirklich nicht rauskommst, dann ist Lara Kill. Was hat denn Vex gesehen? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin mit Chuggis und mit Tinker gespawnt. Und danach kam Holler auch noch nach links. Ich habe mit Chuggis die Quest im Waffenraum gemacht. Und dann war er weiterhin links. Ich bin nach rechts gelaufen, Holler kam auch nach links und jetzt ist Chuggis tot. Also Tinker oder Holler. Ich war mit Baloui unterwegs. Das stimmt. Also ich habe wirklich nichts gesehen. Das ist ein wenig Wurz für dubiose Personen. Okay. Also, da oben kommst du nicht raus aus dem Meeting Room. Gehst die Leiter hoch. Ja, wahrscheinlich wird Tim wird wahrscheinlich die Leiter hochgegangen sein. Und Lara hat sich einfach gedacht, okay, den nehme ich dann. Und Items kam halt danach hoch und hat halt reported. Aber Lara sagt, sie hat Tim gar nicht gesehen. Das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, also rein optisch liebe ich die Map. Wenn man die richtigen Settings hat, finde ich es super geil. Ich glaube, ich würde mir 12 Spieler, würde ich mir, glaube ich, wünschen. 12 Spieler auf 2 Imposter. Du hast genug Zeit, irgendwie alles rauszufinden. Aber ich glaube auch, dass sich Standard Among Us einfach ausgespielt hat. Ich vermisse die Rollen sehr. Aber auch die Imposter-Rollen. Alle Rollen. Alle Rollen machen das Spiel so viel dynamischer und schneller. Jeder hat irgendwas zu tun. Die Imposter können mehr playen. Die Crewmate kann aber trotzdem auch ein bisschen was rausfinden. Die Mods müssen auf jeden Fall wieder mit rein, denke ich. Also dafür ist Standard Among Us mittlerweile zu simpel. Zack, zack, zack. So, mir wurde gesagt, es gibt einen Timer.
und sich die dafür rausholen? Ne, ich lasse die einfach mal drin. Ich lasse die einfach mal drin und hole die später. Hab den Timer nämlich nicht gesehen. Ich bin bei der 4, glaube ich. Oder bei der 5? Fuck. Nice. Nicht nice. War keiner tot, von daher okay. Hier wird ein bisschen geslidet. Wir haben es ausbekommen. Crazy. Diesmal sogar relativ zügig. Der Wechsel. Ah, die Plattform ist nicht hier. Idems. Wer war denn der andere da? Lara war der andere da. Was macht Idems aber? Oh, Kundran bringt her. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Idems fliegt weg. Holla. Kundran. Tinker. Hier sind alle noch am Leben. Scheiße. Das Ding war irgendwann fertig. Warum leben die alle so lang? Warum sind alle am Leben? Wer ist der Mörder? Oder ich glaube, welche Rolle einfach wirklich noch... Ah, nee. Nee, die Rollen sind... Die Rollen sind's. Die hatten den Spielspaß sehr ausgemacht. Auch wenn es... relativ kompliziert und vielleicht unübersichtlich war. Warum bist du an mich rangesneakt da und dann nicht da durchgegangen? Comms disabled. Oh shit. Linke habe ich das letzte Mal zusammen mit Holla zusammen gesehen. Ja, das ist die Leiche. Die Leiche liegt sehr zentral. Also electrical, sie liegt unten in der Mitte halt. Okay. Potenziell ist Balui dafür auch drin. Seit Ewigkeiten nicht in electrical. Ja, aber das ist der Einzige, der mir jemals über den Weg gelaufen ist. Wo war das? Nee, das stimmt nicht, wir haben uns auch einmal gesehen. Ja, stimmt, okay. Und jetzt bin ich mit allen bei Communication und weiß nicht, wie man das Ding repariert. Also, Balui ist mir in der Kitchen entgegengekommen und du kommst ja, wenn du... Und er muss von rechts gekommen sein, weil von links kam er nicht. Das heißt, Balui muss electrical gewesen sein. Also, Balui war gerade mit mir... Wo war das? Communications? Und wer war noch da? Irgendjemand war noch da. Wo ist Communications? Kann sein, ja? Das ist da, wo die... Wo der Pfeil hinzeigt. Genau. Weil Error ist. Ja, achso, da bin ich gerade, ja. Genau. Also da übrigens an unsere Toten. Die Toten können Comms reparieren. Oh, bitte benennst du uns. Cool. Mhm. Aber wie gesagt, Balui kam aus Electrical und in Electrical liegt eine Leiche. Übrigens, würde ich sagen, Lara, krasse. Super viele Leute. Krasse Card-Swipe-Skills. Ja. Ich war. Wo ist denn das? Oh Gott. Also, wir waren gerade gefühlt alle irgendwo beim Main Hall. Zwischen Records ja, und wer, Showers, da habe ich super viele Leute. Ja, gesehen. Natürlich. Das kommt natürlich auch alles in Frage. Aber für mich, also war Balui halt auf jeden Fall da. So. Und ja, ich bin aber durchgelaufen, aber ich habe keine Leiche gesehen. Also, keine Ahnung. Ja, also, ich kann sagen, Items war, glaube ich, Items ist gut, Kundan ist gut. Also. Ich kann sagen, ich habe eben bei Showers eine Leiter gehört. Das könnte die Leiter von Electrical sein, oder? Ja, wenn also abhängig von der Länge und sozusagen. Dann habe ich Balui da gesehen. Also das ist schon, da gehe ich mit. Oh, das wäre dann aber jetzt schlecht für Lara, weil die Balui ziemlich verteidigt. Ich verteidige niemanden. Balui, Magier würde aber niemanden einfach das Messer in die Höhle in den Körper haben. Ich würde den Zauber zur Nase zaubern.
Okay, wir sind da wie immer auf der Spur. Aber auf der Map so unglaublich. Achso, Moment. Scheiße. Auf der Map so unglaublich schwer. Das kommt ja sogar hin. Aber das wird, wenn man die Rollen so ein bisschen auch auf die Maps anpasst und ein Preset für die einzelnen Maps machen würde, das wäre, glaube ich, auch ziemlich cool. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass du was Geiles, dass du was sehr, sehr Geiles aus Among Us noch wieder machen kannst und dass die Airship-Map da sehr bei hilft. Also, ich mag sie. Sie wird aber sehr wahrscheinlich für 10 Spieler ohne Mods nicht lange Anklang finden. Aber eine schicke Map. Designtechnisch super schön. Aber jetzt sollen sie da mal 12 Spieler releasen. Also 15 sollen sie releasen, aber ich glaube 12 Spieler ist perfekt. Oh nein. Ich weiß nicht, wo man dieses blöde Licht anmacht. Ich habe eine Leiche gefunden, Kundran, in der Dusche. Bin gerade von oben in die Dusche rein. Und irgendjemand kam entgegen, aber ich habe vergessen, wer. Du bist auf jeden Fall an mir vorbeigelaufen. Ich war gerade am Akten einsortieren. Du bist nach unten gelaufen von mir, hast du mich gesehen? Genau, Richtung Schauer. Ich war gerade auf dem Weg dahin. Kann man da ist, macht man auch Licht an, ne, da in der Nähe? Möglich, also ich bin in Richtung des Lichtfalls. Es gibt also das Licht kann man an drei unterschiedlichen Orten auf der Map fixen. Ja, ich war gemutet. Ist im rechten Fall. Was ist denn Holland? War der auch noch entgegengekommen gewesen, ne, davor? Okay, wir brauchen jetzt aber wen. Also jetzt muss was passieren. Ich verdächtige immer noch Balui. Ja. Vom Laufweg. Das ist dein Generalverdacht, Nein. Vom Laufweg her ist das perfekt. Du bist nämlich, als wir in Kitchen waren, stand ich unten links an der Tür. Du bist dazugekommen und dann einfach weggegangen. Aber warum bist du überhaupt erst an die Tür rangegangen? Ich habe gesehen, dass man da diese beschissene Karte durchziehen muss und habe gesagt, das lasse ich da, Luman. Kein Bock drauf. Und dann bist du aber trotzdem nicht mit durchgegangen. Du bist einfach woanders hingegangen. Ja, ich wusste auch nicht, wie lange du dafür brauchst. Balui, du hast Blut an den Händen. Wenn an meinem Zauberstab. Ach nee, aber das kommt auch wieder falsch rum. Aha, okay. Wenn. Ne? Items, was sagst du? Naja, ich bin halt immer noch der Meinung, dass mir Lara vorhin entgegengekommen ist, wo Tim gestorben war und da kein anderer das hätte machen können. Oh, das haben aber wir auch noch offen, aber ihr lebt beide noch, das gefällt mir nicht. Ja, deswegen, das ist. Das stimmt, das ist ja dann Lara oder du, oder? Halt, aber ja, ist aber dann, Hollas Name nicht am Anfang sehr oft gefallen? Na, dann ist Balui first diesmal. Balui auf jeden Fall. Ja, aber ich habe das Gefühl, es sind Dalo und Lara dann, wenn das jetzt so gehört. Aber Nee, bei Balui hast du es jetzt rausgehört. Also, er wollte jetzt irgendwen voten, hoffe ich. Das ist eh wieder falsch, oder? Das haben wir schon wieder verloren. Auf Wiedersehen. Wir haben nicht verloren. Ich dachte wirklich, du kriegst keine Infos. Du hast absolut keine Infos. Das Einzige, was Balui jetzt hier an der Stelle verdächtig gemacht hat, Balui hatte zu 33% den Weg nach, also es gab drei Auswege aus Electrical und ein Weg hat Balui für mich komplett geblockt. Das heißt, der Killer hat immer noch eine 66%ige Chance gehabt, einen richtigen Ausgang zu nehmen. Aber da musste ich mich auf die 33% fixieren. Also der Killer hätte rechts rausgehen können. Main Hall ist wahrscheinlich zu gefährlich. Also war es vielleicht sogar dann doch wirklich ein 50-50 Gamble. Also vielleicht war es wirklich 50-50 an der Stelle. Aber das war zumindest schon mal richtig. Kleine Schlawiner. Lara oder Items ist es jetzt noch, weil. Durch Task gewonnen. Ach, wir haben die Task gemacht. Oh, ich dachte jetzt. Wie ist das jetzt passiert? Oh Gott. Wir hätten mich killen müssen. Es war Lara? Du standest unter Lara. Lara. Eiskalt Tim umgebracht. Ah ja, der gute Kreffmate. Engine.
Ich darf den Burger nicht machen. Ich darf einfach den Burger nicht machen. So. Tinker Leo. Gemutet. Ah, Tinker hat gesagt, sie ist mit Rot Imposter. Ich hab's genau gehört. Das war der Call. Tinker hat einfach ihren Imposter-Kollegen direkt gedroppt. Rot. Rot. Was könnte rot sein? Warum sagt man rot? Wir werden jetzt rausfinden, was rot ist. Der Diamant hier oben ist rot. Wires, wenn man ganz wenig Among Us gespielt hat, vielleicht pusht man die, also so rot. Vielleicht wollte sie das sagen. Hat sie Task gemacht oder hat sie einen Spieler? Nein, sie hat gesagt, mit wem sie gespawnt ist. Oh, das ist es. So, wollen wir mal sehen. Rot und dann wollte sie noch was sagen. Da waren auf jeden Fall zwei gespawnt. Tinker ist mit rot und noch wem gespawnt. Sonst hätte sie das nicht so betont, sondern... Ja, ja, boah, ich bin krass. Wir finden jetzt... Jetzt habe ich eine Info, ohne dabei gewesen zu sein. Wir stapeln die Kisten hier, um sie alle hochzuheben. Schade. Waxer schon wieder. Wir sammeln die Akten ein. Rot. Bei Lights Out auf dem Klo verstecken und musst so geil. Du musst mal wirklich bei Lights Out dich auf dem Klo verstecken. Also, oder du bist halt Imposter und bei Lights Out versteckt sich wer auf dem Klo und du killst den dann. Das wäre auch so witzig. Wo befüllen wir denn hier? Mal wieder den Twitch-Müller. Oh, das ging schnell. Hier werden viele Leitern bespielt. Einer tot. Und da ist er auch schon. Okay, ich habe Lara, welche Task hat eine tote Katze gefunden? Ne? Opa Louis ist mir gerade noch entgegen. Opa Louis ist mir so creepy hinterhergeeiert die ganze Zeit. Jetzt ist er tot. Wer ist wem hinterhergeeiert? Balui ist mir die ganze Zeit in diesem komischen Dings, wo man die Hebel da unten umlegt, hinterhergeeiert, aber... Balui ist seit zwei oder einer Sekunde tot. Ja, aber Louis ist noch nicht lange tot, der ist mir eben noch begegnet. Oh, der war da unten irgendwo und dann bin ich da, als ich irgendwann fertig war nach drei Stunden, bin ich da nach Norden hoch mit der Leiter und Lara ist dann auch noch da rumgegurkt. Die habe ich da zuletzt gesehen. Also ja, wenn Balui da unten war... waren wir beide. Ja, und Balui war da aber auch eine ganze Zeit lang. Also seid ihr, seit Lara und Balui waren zumindest zur selben Zeit an dem ähnlichen Ort. Ich muss erstmal fragen, wie funktioniert der Safe? Kann man mir das sagen? Nee, nicht ablenken, Lara. Stopp. Ich will das noch sagen. Ja, also... Das Einzige, was mir komisch aufgefallen ist, war Kundran, als das Licht ausging, stand Kundran am Licht, ist aber weggegangen. Das war das Einzige. Da stand ein Item schon drin. Items? Und der steht alles gar nicht mehr. Ganz am Anfang. Beitragen, dass also beim aller, also ich glaube beim Ja, Shakes, du und ich waren zusammen in Electrical und sind beide die Leiter hochgegangen, aber Balui war nicht mit uns in Electrical. Der war die ganze Zeit mit mir in Electrical, so weit kann der nicht gekommen sein. Ja, dann hast du Imposter-Sicht oder so, aber ich habe keinen Balui gesehen. Mhm. Ich hätte eine Frage an Tinker. Als ich an dem Wäsche-Ding da stand, da bei den Duschen, da kamst du von oben runtergelaufen. Kamst du von links oder von rechts? Von links. Ich war mit Kundram, glaube ich, im Meeting-Room. Bin dann mit der Luftbrücke rübergefahren zu Records, dann runtergelaufen, hab mich gefragt, was du da so AFK rumstehst. Nee, ich hab nur lange gebraucht, festzustellen, dass man das reinziehen kann. Ich dachte, man muss uns reinwerfen. Aber jedenfalls, ich habe oben, da wo man sein Ding eingeben muss, beim Admin-Bereich, Items Leiche gefunden, ne? Und du kamst mir als letzte Person entgegen, die genau aus der Richtung kam. Okay, also ich möchte kurz anmerken, dass Balui nur eine Sekunde tot ist. Gedrückt halten. Was gedrückt halten? Die linke Maustaste. Wo denn? Am Rad? Ja, am Rad in die Richtung und auf die Zahl. Hab ich. Ja, das ist sucked out, das Ding. Okay, aber... Balui ist nicht lange tot. Shakes und Lara verdächtigen sich für den Kill zwar.
Spielt aber keine Rolle, weil gesagt wurde, die sind mit der Leiter hochgegangen. Und der Kill, so alt ist der Kill nicht. Also das ist eigentlich irrelevant. Wenn beide mit der Leiter hochgegangen sind, dann können eigentlich beide den Kill nicht gemacht haben, weil die eine Person hätte es nicht geschafft, die Leiter zu benutzen in der Zeit. Der Kill war halt wirklich kurz vor knapp. So, das heißt, wir haben bei Items in der Nähe, der reported wurde, Kundran, Tinker, Vex. Aber den einzigen Kill self-reporten, weil man da noch nicht wusste, dass der andere tot ist. Also Kundran, Tinker, Vex. Einer von denen könnte es natürlich sein. Da kam Kundran aus den Showers. Da laddert wer. Die scheiß Plattform ist wieder auf der anderen Seite. Nichts. 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 Chagas. Zack. Goldener Hut, Augenklappe, Weste. Die kleine Leiter anscheinend. Mittagspause. Mittagspause. Oh, hab ich einen Hunger. Was gibt's zu essen? Wo ist der Knopf zum Buzzern? Wo ist oben der? Oben in der Mitte, Meeting Hall. Da, wo man den Code reingibt. Nee. Jesus, das ist Main Hall, ja. In der Main Hall oder was? Nee, Meeting Room heißt der. Noch weiter oben. Meeting Room, okay. Danke. Da steht ganz im Baum drin. Dinge hab ich gerade noch gesehen. Warum sterben wir denn jetzt hier? Shakes, wir müssen, also Shakes, wir sind nur noch 6 Leute, es leben 2 Böse, wir müssen jetzt rausfinden, wer es ist, sonst verlieren wir. Wieso hast du Angst vor mir, Lara? Ich habe einen starken Sass auf Shakes. Wieso? Einfach, weil also, eben vorhin ging der Alarm los und du standest direkt neben dem Alarm und du bist weggerannt. Also wirklich, wo stand ich neben dem Alarm? Du warst, ich bin doch hingelaufen und wollte den anmachen. Das war. Ich habe dich einmal gesehen in dem Umkleideraum da bist du rausgelaufen. Bei Engine Room. Du bist mir dann Richtung Cockpit irgendwie entgegengelaufen. Bitte, ich habe dich nur ein einziges Mal gesehen und das war in diesem Umziehbereich. Also ich nehme Shakes und Lara eigentlich beide raus, weil reported in der ersten Runde wurde Items. Dafür kommen Tinker, Vex und Kundran in Frage. Ja, aber Shakes war auch in der Nähe von der Leiche und hat den Fall. Ja, nein. Lara und Shakes, ihr wart beide in der Nähe von Baloo, habt ihr gesagt. Aber ihr habt auch gesagt, ihr seid beide eine Leiter hochgeklettert. Die Person hätte es nicht mehr geschafft, die Leiter hochzuklettern. Der Kill an Baloo war auf Report. Wenn ihr sagt, ihr wart beide die Leiter hochgegangen, dann kann keiner von euch Baloo gekillt haben. Das war auch schon knappe 10 Sekunden her, nachdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Also ja, also Baloo ist halt wirklich als Items Report wurde gestorben. Also das können weder du noch Chagas gewesen sein, Lara. Wo ist denn Tinker? Ich war gerade in Electrical und war am Verzweifeln mit den Schaltern, die ich immer noch nicht verstehe. Und ich glaube, Tinker hat mich so ein bisschen ausgelacht. Also wir brauchen jetzt wen. Was mir komisch vorkam, als dieser eine Alarm mit den Reaktoren oder hier. Sag was, ja, das tut mir leid, dann nehme ich Tim. Okay, Tim, tschüss. Weil, ja, also, ja, pass auf, Lara. Nein, Lara und Chagas sind's nicht. Warum denn, Tim? Ja, warum? Okay, dann. Ja, irgendwer muss halt. Irgendwer muss. Ja, aber vielleicht sind's auch du und Shakes. Ja, nee, Shakes nicht. Du auch nicht. Ja, ich vielleicht. Du und Shakes. Oh. Ja, dann ist natürlich weitergeht, ist klar. Es ist ja, wenn überhaupt, erst einer raus. Tim war der falsche Vote. Scheiße. Tim war falsch. Ich hätte Kundran nehmen müssen. Tim war der falsche Vote. Fuck. Naja, nicht schlimm. Weil für den einen Kill kamen nur Tinker, Vex und Kundran. Ich hab's sogar selber gesagt. Und Vex und Tinker sind tot. Also, das war der Safe. Das war der Safe-Vote. Ach, fuck, das ärgert mich voll. Na gut, dann ist jetzt eh vorbei, oder? Da laufen 3 zusammen rum. Wie lange hat man einen Cooldown? Licht ist aus. Wer ist es dann? Lara schon wieder? Hat Lara den Imposter-Bug? Nein, Lara kann den Kill nicht gemacht haben. Lara kann
den Kill nicht gemacht haben. Lara und Shakes können den Kill beide nicht gemacht haben. Holla ist die einzige, die noch in Frage kommt. Die Chance, dass Tim richtig war, ist leider relativ hoch. Fuck. Tut mir trotzdem leid für Tim. Das ärgert mich. Ich will nicht der sein, der entscheidet. Das sollen die anderen nächste Mal machen. Aber Lara hat Tim gedeckt. Sie hat zumindest gesagt, nein, warum Tim? Wenn jetzt noch keiner tot ist. Holla ist immer noch bei den Lichtschaltern. Es ist schon wer tot. Ich habe noch nicht hingeguckt, wer. Wenn hier die Leiche liegt, ist Holla nochmal verdächtig. Aber Moment, dass wir eine Leiche haben, macht Tim. Ne, dann muss Tim es gewesen sein. Es müssen Tim und Kundran sein. Das ist so ein schlimmer Irrgarten. Die Leiche liegt schon am Alarm. Also die konnte nicht ausmachen. Also da war schon mal die Vermutung von Dano richtig mit Tim. Ja, ich habe Dano und Chagas getroffen in den Elektriker. Ja, man kann natürlich Cooldown gewesen sein, aber die haben mir nichts getan. Kundran ist mir auch einmal so ein bisschen gruselig hinterhergelaufen. Also dadurch, dass die Leiche aber am Schalter lag, also die lag am Alarmschalter, ist der Mord natürlich erst passiert, nachdem Alarm anging und nicht davor. Das heißt, da, wo wir uns wahrscheinlich getroffen haben, kann auch keiner von uns Kill-Cooldown gehabt haben, weil sonst gibt es keinen Grund, dass die Leiche da liegt. Er war die ganze Zeit auf der rechten Seite, hab die Lights gefixt und so, also super weit weg da oben. Und den einzigen, den ich nicht gesehen habe, war Kundran. Also, ich war links unterwegs und war jetzt gerade, die ganzen Türen waren halt zu, auf dem Weg zu, ich glaube, es ist der linke Alarmknopf. Also ich hätte nicht Tim sagen dürfen, das tat mir sogar leid, weil Holla wäre es auch noch gewesen. Was viel offensichtlicher gewesen wäre, wäre Items, wo anscheinend ja Tinker, Vex und Kundran in der Nähe waren. Und Tinker und Vex waren letztes Meeting schon tot. So, das habe ich ganz vergessen. Ja, aber wie hilft uns das jetzt weiter? Ja, einer von den vieren lebt noch, und zwar Kundran. Ja, also ich habe Items nicht einmal gesehen. Also den würde ich jetzt auch am ehesten. Ich hätte dich so einfach killen können, Chagas. Ja, hätten die anderen beiden aber theoretisch auch. Also, ja gut, aber ihr wart ja scheinbar zu dritt. Wie soll denn da einer killen? Also der Kill ist erst passiert, nachdem Alarm an war. Also der Kill war erst nach dem Alarm. Das heißt, ich glaube, es ist in dem Fall Kundran. Ich würde Shakes auch saven. So. Was würdest du mich? Unterwegs. Ich würde dich saven. Wir waren super lange unterwegs zusammen. Okay, na dann. Also ich habe weder Items gekillt, noch ist der Lara-Kill nach dem Alarm gekommen. Aber bist du's? Ja, ich bin's. Hey! Aber ich habe weder Items gekillt, noch keine also der Lara ist schon ewig tot. Lara Kill war bei Lights. Genau, also Lara Kill war bei Lights. Aber warum lag Lara an dem... Weil er auch Lights ist. Achso, ja, für Lara lag halt wirklich an dem Sabotage-Button, also da, wo man repariert. Yeah, deswegen dachte ich, du hast da auf sie gewartet. Also ich habe bei Lights auf sie gewartet, ja. Ja, okay, nee, dann wusste ich das. Aber ist das wirklich derselbe Knopf? Ja, nee, der ist rechts daneben. Ach so, sie kam gar nicht an. Also sie kam nicht bei Lights an. Sie kam nicht an.